Das ist der Versuch Nummer 4, diese verdammte letzte Folge aufzunehmen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm mit mir, dem Illy. Die ganze Zeit über möchte ich versuchen, Maltael zu spielen und ich hoffe, dass ich jetzt die Chance bekomme. Garrosh gebannt. Moment, da stimmt was nicht. Ich bin bereit. Ich muss zur Tat schreiten. Auf Platz für die bösen Wut. Das könnte Schwierigkeiten geben. Ineas wird wieder auferstehen. Graumähne. Gegen Arthas ist es schwierig, aber wir brauchen jetzt mal was. Okay, wir haben ja den Zul'jin und mich dann eventuell. Okay, mein Teil. Dem Tod könnt ihr nichts anhaben. Selama, Ashalanor. Anna, bereit zum Einsatz. Double Support nehme ich an. Anna alleine ist schwierig. Sie werden Double Support spielen. Nano-Boost auf Greymane und dann gute Nacht. Ja, Double Support mit Lee und Anna. Also ich weiß nicht, ich würde ja hier lieber was mit Disengage nehmen. Wie zum Beispiel Moradin. Na gut, er könnte möglicherweise auch rauskommen, aber könnte schwierig werden. Ja, endlich haben wir mal ein Game. So, Maltael. Wie mich hier viel mal rät, aber es kostet alles Zeit. Das ist halt echt widerlich. Zeit. Ich habe doch keine Zeit mehr. Auf in die Schlacht. Mit Maltael. Was werden wir spielen? Apokalyptische Reiter ist kacke. Angst vom Sensenmann brauche ich ja auch nicht. Arm des Todes werden wir spielen. Und wir brauchen einen, der oben die Solo-Lane macht. Dann mache ich das. Alex Strasa ist nicht da. Jetzt ist sie da. Dann schauen wir mal, wen wir oben bekommen werden. Sicherlich werden wir hier. Unten zu zweit. 2, 3, okay.
3, 4. So viert sind sie. Es leckt wie Hölle. Okay, ich werde auf jeden Fall den Kuhbild gehen. Ja, wenn ich den Greyman nicht erwische, wird es halt schwierig. Okay, jetzt muss ich sehr, sehr passiv spielen. Der Greyman wird hier anfangen, schätze ich mal. Wir sind alle hier zugange. Ich verweile niemals zu lange am gleichen Ort. Jetzt wird's schmerzhaft. Das war dämlich. Hallo, wir müssen mal was machen. Steht da nur doof rum, der Diablo. Das ist natürlich ätzend, wenn der Tank nicht weiß, was er zu tun hat. Oh Mann. Ich werde mal nach oben rotieren, da hat der Greyman mich schon aufgeräumt. Ja, da komme ich leider zu spät. Es kam gerade eine Windows-Meldung rein. Hey, Update und so, wann? Ja, nie. Schade. Nicht mehr lang. Dann werde ich meinen Feind zerkneifen. Okay, ich glaube, das wird ein extrem schweres Spiel. Ich kann gegen den Greyman nicht gewinnen oben. Der Damage von dem ist einfach zu hart und mein Damage ist ja so krass genervt worden seit dem letzten Patches. Erzittere vor deinem wahren Helm. Ich bin
euren Bart. Na, immerhin haben wir da den Kill geholt. Aber ich denke, das wird Keep werden. Vorwärts. Überlasst ihnen unsere Force nicht kampflos! Ich werde mal oben gucken, ob wir den Greyman erwischen können. Leider nicht. Mein Level 10 noch sorgen. Ich muss mich zurückziehen. Ich glaube, Level 10 werden wir nicht bekommen, weil sie jetzt halt schon wieder so hart reinfeeden, ey. Das ist der Hammer. Entscheidet euch für ein Talent. Nicht mehr lang. Dann werde ich meinen Feind zerquetschen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Was Verzweiflung für wir müssen langsam mal ein bisschen Gas geben hier. Niemand widersteht dem eisigen Hauch des Todes. Nicht den Tank. Ja, tut mir leid, ich kann dir leider nicht mehr helfen. Ich habe gar nichts mehr im Tank. Ich komme wieder. Was sehen wir auf Level 13? Erhöht die Heilung durch Seelenraub, wenn wir nehmen. Wir brauchen, glaube ich, das Glanz nicht. Hallo. Zögere das Unvermeidliche nicht hinaus, Feigling. Wie euch hätte ich in Andorhal gebrauchen können. Doppelkill! Ein gerechter Tag. Scheiße, war halt echt nicht gut gespielt wieder. Blutrausch!
Leider versucht den Arthas zu töten. Mega Fail von mir. Oh Gott. Reicht natürlich das Problem, dass ich auf der Gegnerseite die Dingsbums habe, die Anna, die natürlich den Hilfer verringert. Ja, der Diablo ist jetzt unten. Zumindest habt ihr ihn leiden lassen. Wir spielen das echt gut und wir spielen das mega behindert. Na ja, komm, lass mal runter. Wählt euren Pfad. Es wird ein ganz, ganz schweres Spiel, wenn wir hier zurückkommen wollen. Sicherlich kann man sagen, dass der andere Bild besser gewesen wäre, den Dingsbums Mal des Todes zu stacken. Gar keine Frage. Aber ich möchte auch diesen Bild gerne mal wieder spielen. Wer jetzt effektiv ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist ja nur Quick Match. Ja, wir müssen da unten. Ich bin so tot. Es war dämlich da reinzugehen, weil der Diablo halt nicht da war. War ein dämlicher Fight. Weil von der Seite kann man einfach mit 10 Dragosa rein. Das ist sehr, sehr gut gemacht, der Arthas. Ja, machen wir uns da nichts vor. Unser Lineup ist einfach nicht gut genug gedraftet gegen die. Die haben Double Support, gute Finisher für den Immortal. Wir haben das eigentlich auch, aber wir kriegen nichts gebacken. Bei uns läuft es einfach nicht. Alexstrasza kriegt das einfach nicht gebacken. Und keiner pusht halt und soakt die Lanes. Das ist halt auch unser Problem. Die machen das sehr, sehr gut mit den Camps. Wir machen das leider schlecht. Da merkt man, dass die sich da auf der Gegnerseite gut absprechen. Oder zumindest mehr Ahnung von dem Spiel haben. So, da gehen wir jetzt nicht mehr rein, das können wir vergessen. Das hat keinen Sinn. Und unser Diablo ist halt leider auch auf verlorenem Posten. Ne? Wenn einer aus dem Push geht, dann ist es halt der Diablo, der unten die Lanes cleart und nicht irgendwie ein anderer wie ich oder Zujin zum Beispiel. Oder der Caters, der macht sich ja auch ab und zu von dannen. Ja, es ist unmöglich. Also wenn wir das jetzt nicht bald in den Griff bekommen, das zu ändern, dann wird das natürlich hier kein Sieg. Was geht als nächstes? Geistwandert und Flächeneffekt, das ist eigentlich Quatsch. Reichweite werden wir natürlich gehen. Momentum Mori. Ja gut, da unten falten sie wieder. Und sie kriegen den Kill an Lilly. Gleichzeitig ist aber auch der Zujin am Arsch. Und die Alexstrasza ist auch tot. Spielen sie sehr gut. Zitadelle wird belagert. Krass, wie sehr die Malta hier einfach genervt haben, ey. Ist der Wahnsinn. Sehr gut gemacht vom Gegnerteam. Standen einfach im Busch und haben gewartet, bis ich rausgekommen bin. Ah.
Also muss man wirklich den Hut ziehen. Die spielen das super, super, super gut. Sehr intelligentes Gegnerteam. Also wenn die nicht im, wenn die nicht im TS sind, dann weiß ich auch nicht. Also es kommt mir fast davor. Ist das ein Fünfer-Team? Ich habe gar nicht aufgepasst, aber wie gut die das halt machen. Na, ja, der Arthur steht hier und die stehen halt alle im Busch und ich engage und dann bin ich ja tot. Sehr gut gespielt vom Gegnerteam. Holy shit, haben die das gut gespielt. Niederlage. Also dann halt einfach ärgerlich, wenn der Draft dann halt so, so krass MVP. Schief geht. Wir hatten nicht einen Hauch einer Chance. Nicht im geringsten hatten wir eine Chance. Wir sind einfach überfahren worden. Null Impact von Maltai, der null Damage mehr macht. Ich habe natürlich auch nicht den entsprechenden Bild gespielt, um ein bisschen Damage zu machen. Es war auch nicht gut reingedraftet. Wenn wir uns das mal anschauen, gegen eine Anna ist es sehr, sehr dämlich, Maltai reinzupicken. Aber es hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Keine guten Engages von Diablo, kein gutes Follow-up auf Diablos Engages, wenn es mal passiert ist. Und jedes Mal überhaupt gar keine Chance am Immortal und sehr, sehr gutes Camp-Pressure vom Gegnerteam. Wir waren immer gesplittet und letztendlich hat es halt vorne und hinten nicht gepasst. Sehr gut gespielt vom Gegnerteam. Kann man nicht anders sagen. Haben die alle zusammen? Die waren nicht in einer Gruppe. Die haben das tatsächlich einfach nur so sehr gut gespielt. Na gut. Schade, war kein gutes Spiel, aber mein Gott, Niederlagen gehören dazu. Daraus lernt man. Letztendlich wollte ich Maltai einfach mal wieder mit dem Bild spielen, aber es hat halt nicht funktioniert. Haben wir jemals einen Immortal angegriffen? Ich glaube nicht ein einziges Mal. Naja. Schlechtes Game. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.